Ist das hier auch alles? Ich habe gesagt, das soll hier richtig auch professionell aussehen. Wird das natürlich nie was, wenn das hier alles immer so. Es muss schön dekoriert, ja. Klasse, ey, wirklich. Einmal irgendwie mit Profis. So. So schwer ist es doch nicht. Zack, sieht's aus wie ein Nachrichtenstudio. Ich verstehe nicht. Müssen wir mal drüber reden, ey. Dieser Sch. Können wir? Mein Name ist Niklas und damit, meine Damen und Herren. Hier ist die die Show. Der Bundestag ist in Berlin, ne? Berlin. Bei der Corona-Politik hat man sich offenbar derzeit ein Beispiel am System der Steuererklärung in Deutschland genommen und die Corona-Maßnahmen genauso leicht verständlich gemacht, wie einfach mal eine Steuererklärung zu machen. Wo verdammt kann ich ankreuzen, dass Steuern für mich Raub sind und ich deshalb keine bezahle? Ich weiß es nicht. Gut, also 3G, 2G, 2G plus, 2G geboostert und jetzt der neue heiße Scheiß, 3 und 2G kurz. Denn das zweite G, also genesen, wurde jetzt verkürzt. Bis vor kurzem galt noch Folgendes. Nach einer Corona-Infektion galt man entweder 6 Monate lang als genesen oder halt für immer als tot. Nun allerdings gilt man nur noch 3 Monate nach der Infektion als tot, als genesen. Allein der Aufbau dieser Regelung ist auch schon verwirrend genug. Denn der Bund beschließt das Infektionsschutzgesetz, in welchem die Worte geimpft, genesen und getestet fallen. Die Definition von genesen allerdings überlässt der Bund dann dem Gesundheitsministerium unterstellten Robert-Koch-Institut. Macht erstmal Sinn, weil die Frage, wann und wie lange jemand als genesen und damit ja als geschützt gilt, ist ja jetzt eigentlich keine politische, sondern eine wissenschaftliche. Und wer macht die Wissenschaft? Robert-Koch-Institut. Es kann aber halt auch wie jetzt zum kleinen Skandelchen werden, wenn man die Beschlüsse des RKIs seitens der Politik quasi einfach gar nicht kommuniziert. So hatte das RKI nämlich mit Wirkung zum 15. Januar beschlossen, genesen ist nicht mehr 6, sondern nur noch 3 Monate lang und die haben das dann wie üblich auf ihrer Homepage öffentlich gemacht. Nur irgendwie so eine wirklich großflächige, auch ankommende Information und Erklärung für die Bürger blieb seitens der Politik dann aus. Also ich persönlich, eigentlich hat man davon nur erfahren, weil sich darüber aufgeregt wurde, dass eben keiner einen informiert hat. Vielleicht auch eine gute Taktik eigentlich. Wir geben das einfach mal nicht bekannt und lassen sich alle darüber aufregen und dadurch wird es dann allen bekannt. Die gute alte Shitstorm-Promo. Der Shitstorm allerdings hört da leider noch nicht auf, sondern wirbelte noch mal ein bisschen Staub hoch und brachte noch einen weiteren Fakt ans Tageslicht, dass nämlich im Bundestagsplenum wiederum, anders als im Rest des Landes, erstmal weiterhin noch die 6 Monate und nicht die 3 Monate gelten. Das hat natürlich erstmal so eine kleine Art von Geschmäckle. Von wegen, die da oben machen sich die Regeln, wie sie wollen und wir hier unten als die armen Bürger, wir sind hier in United States, bla, so ungefähr. Ist aber vielleicht auch eigentlich nur ein weiterer Ausfluss aus jenem spürbaren, absoluten Corona-Maßnahmen-Chaos. Denn, dass noch die 6 Monate im Bundestagsplenum gelten, liegt nicht an irgendeinem Beschluss, den die da oben sich selbst gegeben haben, sondern liegt daran, dass einfach nichts beschlossen wurde. Denn die Regeln für das Plenum im Bundestag werden nicht durch das Infektionsschutzgesetz bestimmt, was ja das RKI quasi durch die Definition geändert hat, sondern durch eine Allgemeinverfügung der Bundestagsverwaltung. Und die jetzt noch geltende Allgemeinverfügung bezieht sich aber halt noch auf den Stand von vor 2 Wochen, bevor das RKI da was gemacht hat, was niemand irgendwie mitgeteilt hat. Jetzt müsste und soll wohl auch das da halt einfach angepasst werden an das, was auch das RKI beschlossen hat. Und dann gelten auch im Plenum halt die 3 Monate. Aber allein, dass das nicht einfach gleichzeitig passiert ist mit dem Beschluss vom RKI, das ist super. Um es übrigens noch ein klein wenig auf die Spitze zu treiben, die 6 Monate gelten auch nur für das Plenum, denn für die Büros der Abgeordneten im Bundestag wiederum gilt dann doch wieder das Infektionsschutzgesetz, also die 3 Monate. Wir schaffen das. Das war ja Merkels Spruch. Scholz' Spruch ist ja eher, da fällt mir gerade nicht ein. Ich kann mich nicht erinnern. Also das ist der Spruch von Scholz. Ich kann mich schon erinnern, dass er sich nicht erinnert.
Okay, eine Frage habe ich allerdings noch, und zwar, wer macht da im Bundestag dann eigentlich diese 2G-Kontrollen? Da wird ja jetzt, glaube ich, mal kein Kellner rumlaufen, der während er den Shampoos verteilt an die da oben, noch eben die Nachweise kontrolliert. Nee, für die Kontrollen ist die Bundestagspolizei oder die Bundestagssecurity zuständig. Ebenso wie für die Anpassung der Corona-Regeln im Plenum durch diese Allgemeinverfügung ist auch für die Bundestagspolizei die Bundestagspräsidentin zuständig. Und jetzt kommt's. Im Juni 2021, in Reaktion auf die versuchte Stürmung des Bundestags durch unter anderem Reichsbürger nach dieser Querdenker-Demo da, befasste sich die Taz mal damit, wer eigentlich für den Schutz des Bundestags zuständig ist. Falls da jemand reinstimmen will, wer ballert die da alle über den Haufen? Die Bundestagspolizei. Und die Taz machte dann öffentlich, dass es hier wohl bei der Bundestagspolizei überraschend einiges an Einzelfällen gab. Bundestagspolizisten, die im Pausenraum beispielsweise den Hitlergruß machen, Hitler imitieren, rassistische Chatnachrichten verschicken, bei Querdenker-Demos mitmachen und so weiter und so fort. Der ganze bunte demokratische Blumenstrauß. Als das dann rauskam, befasste sich die Bundestagsverwaltung damit und es wurde natürlich nur intern ermittelt. Nun wiederum berichtet die Taz noch einmal darüber und es bleibt weiterhin sehr, sehr wild. Denn zum einen kann man da von einem Fragebogen lesen, der etwas seltsame Fragen an die befragten Beamten stellt. Wie zum Beispiel, haben Sie beobachtet, wie ein Beamter den Hitlergruß gezeigt hat? Eventuell im Rahmen von Imitation oder Rumalbern? Haben Sie gesehen, dass da jemand Hitler auf süß imitiert hat? Und außerdem beziehen sich offenbar 3 der 15 Fragen dieses Fragebogens nicht auf den Inhalt der Taz-Recherche, rassistisch und sowas, sondern auf die Taz-Recherche an sich. Wenn dann beispielsweise danach gefragt wird, ob man mit der Taz gesprochen habe oder ob man gehört habe, wer mit der Taz gesprochen habe und so weiter. Wirkt ein klein bisschen so, als liege der Fokus der Ermittlungen zumindest auch darauf, mögliche Whistleblower ausfindig zu machen. So, setzen Sie sich mal hin. Haben Sie von rechtsextremen Polizisten, die den Kern der Demokratie in Deutschland schützen sollen, gehört? Aber viel wichtiger, wer ist denn jetzt der Verräter? Komm, sag es. Das Ende der Ermittlung ergab dann 5 Disziplinarverfahren und 2 Suspendierungen und jetzt ist zum Glück alles gut. Außer halt, dass die Taz weiter berichtet, dass seit Anfang Dezember letzten Jahres das Referat, welches für die Sicherheit im Parlament zuständig ist, einen neuen Leiter hat. Dieser ist infolge der Neuaufstellung der Regierung und damit Verschiebung von zahlreichen Posten zu dieser Ehre gekommen und ist halt leider nebenbei auch noch Mitglied der Berliner Burschenschaft Gotia, welche in der Vergangenheit schon Holocaust-Leugner zu sich als Redner eingeladen haben oder auch Referenten eines Instituts, welches heute vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Mehrere Mitglieder dieser Bewegung haben dann auch noch eine Nähe zur identitären Bewegung und der Typ selber war vor gut 20 Jahren auch selbst politisch aktiv beim Bund Freier Bürger, die dann zum Beispiel auch schon mal in Berlin gegen das Holocaust-Mahnmal demonstriert haben. Aber gut, das ist ja auch schon länger her und wird bestimmt auch alles nichts heißen. Und vielleicht hat das RKI ja auch vor kurzem, von der Öffentlichkeit unbemerkt, da irgendwelche Fristen geändert. Man gilt jetzt nur noch 3 Monate, nachdem man gegen ein Holocaust-Mahnmal demonstriert hat, als rechtsextrem. Oder so. Ist quasi umgedreht genesen. Hui. Gut. Und damit kommen wir zum Sport. Das Runde muss ins Echte. Gut, das Sprichwort des Tages ist, wer nicht mit der Zeit geht, sorry Brudi, ich muss los. Und damit wünsche ich Ihnen und Ihren Liebsten einen wundervollen